Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich hab die Schnauze voll. Ich bin so wütend, ich könnte komplett ausrasten einfach nur. Denn heute geht's um das Thema Glücks-Pokémon und ich hasse diese Drecksviecher. Ich sag's euch, ich hab vorhin... Ich muss erstmal hier... Grüße gehen erstmal raus an Kalle, ne? Der Kalle, wer kennt ihn nicht? Der wollte eine Meltan-Box von mir haben, habe ich gesagt. Ich habe ja die Switch momentan hier liegen. Melde dich einfach, schickst mir mal deine Daten. Ich mach dir eine Box drauf. Ich bin ja nicht so, ne? Der Ramses, der ist ja nicht so. Der macht dir eine Box da drauf. Habe ich gemacht. Und dann habe ich, wie immer, gucke ich immer in die Shinies rein und sehe so, oh, der Kalle, der hat einen Shiny Schwalbini und der hat sogar einen Shiny Sonflora. Und ich habe nicht mal einen Shiny Sonnenkern, er hat einen Shiny Sonflora. Jetzt habe ich aus Spaß nur geschrieben, Shiny Schwalbini und Shiny Sonflora. Ui, habe mich da übelst gefreut. Und er sagt einfach, ja, dann nimmst du halt, ne? Ich denke, hä? Es war doch nur ein Spaß, man muss es ja nicht gleich übertreiben, ne? Und ja, nee, ich will so eine Box und dann tausche es dir halt, das ist mir eh nicht wichtig. Was will ich denn mit dem Shiny Sonflora? Das hat doch eh nur WP 18 oder so, also völlig nutzlos, braucht kein Mensch Shiny Sonflora. Was macht man denn damit? Habt ihr schon mal mit einem Shiny Sonflora gekämpft? Vielleicht, aber nicht, wenn es WB 18 hat und nichts. Aber es ist ein Shiny und es fehlt mir. Und ich habe kein Shiny Sonnenkern und kein Shiny Sonflora. Und ich wollte einfach nur dieses Shiny Sonflora haben. Dafür habe ich sogar ein Shiny Quiekel. Ach, jetzt sage ich schon wieder Quiekel. Mann, die Scheißdinger, die kommen doch erst am Samstag beim Community Day. Aber... Ich habe ein Shiny Spoink, ein Shiny Spoink, wie auch immer, geopfert. Diese kleinen grauen Schweinchen, die als Shiny dann schön zart rosa sind. Ein Shiny Spoink habe ich geopfert. Geopfert! Andere haben nicht mal eins. Und ich opfere ein Shiny Spoink, weil ich mir einfach dieses Shiny Sonflora rübertauschen will. Und wie oft tausche ich denn schon mal ein Shiny? Nie! Also ziemlich oft eigentlich. Trotzdem, ich komme da hin und denke, du tauschst dir jetzt das Shiny Sonflora, du gibst ihm das Shiny Spoink, alles sind glücklich, wunderbar. Und was passiert? Es wird glücklich. Und ich hasse es. Warum wird das glücklich, Mann? Ich habe nur einmal im Leben die Dreckschance, dieses scheiß Sonflora zu tauschen. Das Shiny, was sowieso schon so unscheinbar ist, wenn ihr das Original habt und das Shiny daneben, dann seht ihr kaum einen Unterschied. Das ist nur ein bisschen ausgeblichen. Ihr müsst schon genau hingucken. Und wenn ich in meinen Beutel schaue und sehe meinen Sonflora und wisch eins rüber und sehe das Shiny, dann muss man da schon genau gucken und sagen, ach ja, das ist doch Shiny. Boah, sehr schön, der hat beides. Und was passiert? Es wird einfach Lucky. Und jetzt hast du diesen hässlichen Hintergrund, der so extrem hell ist und blendet, so übertrieben grell einfach nur. Keine Ahnung, wer sich sowas ausdenkt. Das war ja, könnte ja auch seicht sein, einfach nur, dass das ein bisschen vergoldet ist und schön aussieht. Nein, es ist einfach grell wie Scheiße. Es ist so grell, ihr müsst eine Sonnenbrille aufsetzen, wenn ihr eure Glücks-Pokémon anschauen wollt, weil das so übertrieben ist und ich übertreibe nicht, das Spiel übertreibt. Und eine Chance habe ich gehabt, nur dieses Sonflora rüberzutauschen. Ich tausche so viele Pokémon, da wird nichts, Lucky, nichts, keine Ahnung, die Babys, ich tausche 100 Babys, da wird nichts, Lucky, ist doch egal, wozu denn, du willst dir nur dein Lucky Dex füllen und die wichtigen Sachen, die hast du ja nicht so oft, die tauschst du 100.000 Mal. Sonflora habe ich als Lucky Pokémon, Sonnenkern habe ich auch als Lucky Pokémon, die regionalen. Ja gut, die habe ich auch noch nicht so alle. Da gibt's so... Da habe ich welche, okay. Das hat gedauert, da musste man sich mal ransetzen. Das hat man so Events gemacht. Keine Ahnung. Dann ist das mit dem... Oh,
Ich raste aus. Mein Kopf juckt schon total. So, warum setze ich überhaupt eine Mütze auf? Die sitzt doch so weit oben. Da brauchst du gar keine Mütze, Ramses. Und dann die legendären, genau, die legendären wollte ich sagen. Nicht die regionalen, die legendären. Und die legendären, die tauschst du. Und du tauschst jeden Tag eins, weil du kannst ja nur eins tauschen. Und was passiert? Nichts. Und andere haben schon ihr Lucky Mewtwo und ihr Lucky Kyogre und ihr Lucky Groudon und wie sie alle heißen. Und du hast einfach nichts, weil es wird halt nichts Lucky. Und bei den normalen musst du auch 100 Stück tauschen, 100 Taubsies, damit mal eins Lucky wird. Also gehst du frohe Dinge in den Tausch rein, sagst, okay, ich gebe dir mein Shiny Spoink. Boing. Und du gibst mir dein Shiny Sunflora, damit ich das in meiner Sammlung habe, weil mir das noch fehlt und dafür gebe ich dir auch 80.000 Sternstaub. Also gut, jeder hat 80.000 Sternstaub bezahlt. Aber nein, ich habe nicht so viel, dass ich mir ständig 80.000 Sternstaub leisten kann und das einfach mal so abdrücken kann. Ich will ja vielleicht auch mal ein paar Sachen pushen für Videos und sonst was. Also tausche ich und es wird lucky. Warum wird es lucky? Was macht man mit einem Sunflora? Man pusht das nicht hoch. Man kämpft nicht damit. Man will es einfach für die Lucky-Sammlung. Ah, für die Shiny-Sammlung. Das kommt schon selbst durcheinander einfach nur. Und ist schön und dann poste ich das und es kotzt mich an und dann muss ich mir noch anhören, jeder andere wäre doch froh drüber, ein Shiny-Lucky zu haben. Warum? Wozu braucht ihr Shiny Luckys? Warum reicht's euch nicht, dass der Pokédex mit Lucky befüllt ist? Dass eure normalen hässlichen Pokémon mal Lucky sind, dass sie aufgepäppelt sind und alle Augenkrebs kriegen? Warum ist ein Shiny denn nicht so schon schön und wertvoll und selten und macht was her? Und gerade wenn es nicht so einen großen, verkackten, farblichen Unterschied hat, möchte man doch einfach dezent sehen, das ist das Original und das ist das Shiny. Und so wischt man rüber, bäm, und dann kommt der Hintergrund und er reißt euch die Augen aus dem Kadaver, weil das blendet, das ist so hell einfach nur. Ich hasse das, das sieht so scheiße aus. Ich kann es immer wieder sagen, das ist so hässlich einfach nur. Was mache ich jetzt? Ich habe keinen Sonnenkern. Wer gibt mir denn einen Sonnenkern? Hat jemand Sonnenkern? Will mir jemand vielleicht einen Sonnenkern tauschen? Ich brauche zwei, weil mir fehlt der Sonnenkern und Sonnenflora jetzt auch wieder. Also habe ich es mit dem Wingull letztens auch schon so gemacht. Ich tausche mir ein Wingull rüber und es wird lucky. Und ich denke mir, nein, dann musste ich los und musste mir noch ein Shiny Wingull tauschen, damit ich einfach eins hab. Ein Shiny, ein normales. Ich brauch kein. Ich bin nicht geisteskrank. Ich brauch keine. Ich will alle als 100er haben und ich will alle normal haben und ich will alle auf Level 35 haben und ich will alle mit 0% IV haben und ich will alle als Shiny haben und ich will alle als Lucky haben und ich will alle Shinies auch als Lucky haben und wenn ich 1000 Jahre alt bin, bin ich immer noch nicht fertig, weil ich so hohe Ziele habe. Ich habe keine hohen Ziele. Ich will einfach nur den Pokédex befüllen. Ich will jeden Pokédex-Eintrag männlich und weiblich. Das ist ja noch human. Ich möchte jedes Mal als Lucky haben. Was bei den normalen Pokémon ja auch gut funktioniert mit dem Tauschen. Wenn man 1000 Stück tauscht und eins wird Lucky. Und ich möchte natürlich von jedem Shiny, was es gibt, eins auf der Hand. Manche, die gönnen sich ein Shiny, entwickeln das durch und sagen, hab ich alles. Nein, ich möchte eben, wenn es Bisasam gibt, dann möchte ich Bisasam, Bisaknosp und Bisaflor, möchte ich auf der Hand haben. Alle drei als Shiny, was ja auch gut funktioniert an Community Days. Aber Sonnenkern, Sonnenflora, die kommen nicht an Community Days. Und warum? Die gibt's nämlich schon im Spiel. Warum sollten die einen Community Day einführen für ein Pokémon, was es schon als Shiny gibt? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum haben die Kleinsteine überhaupt rausgehauen als Shiny-Pokémon? Warum haben die davor nicht einen Community-Day gemacht? Das ist ein richtig cooles Pokémon, das ist ein nützliches Pokémon, das ist golden, da würde sogar der goldene Hintergrund dazu passen. Aber nein! Sie hauen einfach mal Kleinstein raus, damit von 10 Trilliarden Pokémon-Spielern vielleicht 5 eins haben. 5! Guck, das ist eine 5, Mann! 5 Leute haben dann eins. Und der Rest natürlich nicht, aber das wäre perfekt gewesen für einen Community Day, weil es hat ja auch 2 Weiterentwicklungen. Dann habt ihr euer Kleinstein, Geowatz, Georock, was weiß ich. Das wäre so genial gewesen, das wäre sinnvoll.
Nee, die hauen es halt so raus. Und ich meine, gut, deswegen bin ich ja eigentlich froh, dass sie von Sonnenkern kein Community Day machen, weil das ist ja nutzlos, das braucht man ja nicht. Aber ein Shiny hätte man ja schon gerne. Und dann gibt dir jemand ein Shiny und du verkackst es einfach nur. Oh mein Gott, ich hab's verkackt. Niantic kann ja gar nichts dazu. Warum tausche ich das denn auch? Warum habe ich nicht gewartet, bis ein Event kommt, bei dem es garantiert keine Glücks-Pokémon gibt? Und dann tauscht jetzt eure Shinies, damit ihr auch ja nicht glücklich werden. Das wäre mal eine Idee. Das müsste Niantic mal einführen. Einfach mal keine Glücks-Pokémon für 10 Tage lang oder so, damit ihr sicher eure hübschen Shinies gegeneinander tauschen könnt und man einfach nichts verkackt und an den Farben geändert wird und ihr keinen Augenkrebs kriegt, vor allem, weil das ist das Wichtigste. Ich hoffe, ihr versteht trotzdem, was ich meine, um was es mir geht. Der eine wird es natürlich nicht verstehen, wird sagen, boah, der Rams ist total bekloppt, warum freut er sich denn nicht? Der hat schließlich jetzt ein Lucky Shiny, das ist doch richtig genial und richtig selten. Nein, da scheiß ich drauf, ich brauch kein Lucky Shiny. Ich will alle Luckys und dann schmeiß ich die sogar weg, weil die hässlich sind. Wenn es nützlich ist, wie ein Despota, was durch Trade Lucky wird und 100% hat, und dann pusht du das halt hoch, weil es kostet ja nichts mehr mit dem Hochpushen. Es kostet was, aber nicht mehr so viel. Und dann pushst du das hoch und denkst, ja Mann, damit kann ich was machen. Ich mach die Arena kaputt, Bruder. Ich mach jeden Raid damit. Oh mein Gott, ich zeig's jedem und sag, guck mal, 100% Despota Lucky. Aber nicht mit Sonnenflora und nicht mit Sonnenkern. Das ist Mist und Mist will man einfach haben, wie es ist. Ihr braucht den Mist nicht golden anmalen. Es ist immer noch Mist. Nur weil der Mist goldig glänzt, ist es Mist. Es macht's nicht besser. Und ich werde keins hochpushen. WP18, oh, das pushe ich jetzt hoch, weil es ist ja lucky. Oh mein Gott, da habe ich voll den Sternstaub gespart. Nee, ich habe 80.000 ausgegeben und dann soll ich nochmal 100.000 ausgeben, um das hochzupushen, damit es schlecht ist und ich es nicht zum Kämpfen benutze. Genau, das habt ihr ja wieder richtig geschickt eingefädelt. Oder wie bei Kentucky Fried Chicken, gefickt eingeschädelt, aber das ist ein anderes Thema. Darüber reden wir jetzt nicht. Aber lasst mal eure Meinung da natürlich. Wie findet ihr den Glücks-Pokémon? Und sammelt ihr Glücks-Pokémon? Sammelt ihr Shinies? Sammelt ihr Chinesen? Denkt mal drüber nach, aber sammelt ihr vielleicht sogar Glücks-Shinies? So wie ich, auch wenn ihr es gar nicht wollt. Dann schreibt's mal in die Kommentare. Und lasst keinen Daumen da, denn ich scheiß auf den Daumen. Ich scheiß nämlich auch auf die Glücks-Shinies. Ich will doch nur normale. Mein Gott, ist es denn zu viel verlangt? Jetzt rennen die da unten rum, da könnte ich gleich schon wieder ausrasten. Boah. Da könnte man denken, ich habe zu viel Split geguckt. Oder Glass oder sonst was. Oder und da muss auch noch mein Review online kommen, die nächsten Tage. Und deswegen wünsche ich euch schon mal frohe Ostern, weil morgen ist schon wieder Weihnachten und ja, ein bisschen verstrahlt. Nein, aber das wollte ich mir jetzt einfach nur mal von der Seele reden, weil das belastet mich und das tritt mir immer wieder auf die Füße. Ja, die sind schon ganz platt, die Füße, weil mir das immer wieder auf die Füße tritt. Und vielleicht gibt's ja den einen oder anderen, der das nachvollziehen kann. Auf Screenshots irgendwo ein Handy fotografiert von der Ferne, das sieht das immer schön aus, das Lucky Pokémon mit dem Hintergrund. Aber direkt in der App ist das nicht mehr schön. Das ist grell, das blendet, das strahlt, das ist viel zu hell. Das ist nicht schön. Aber egal, das war's von meiner Seite aus. Wie gesagt, schreibt mal eure Meinung unten drunter. Wie findet ihr Glücks-Pokémon? Wie findet ihr Glücks-Shinies? Sammelt ihr Shinies? Sammelt ihr Glücks-Pokémon? Was sammelt ihr sonst noch? Oh mein Gott. Schreibt's mir rein. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Peace out, Vorhaut, euer Ramses!